Hallo liebe Parkkundinnen und liebe Parkkunden. Auch bei mir im Ernährungsbereich geht es natürlich weiter. Ich melde mich jeden Tag bei euch über unseren neuen YouTube-Channel, also bitte abonniert den, über Facebook und versorge euch weiterhin natürlich mit Tipps rund ums Thema Abnehmen und gesunde Ernährung im Allgemeinen. Heute starten wir mit einem ganz, ganz simplen Rezept, was uns allen gerade gut tut, was fürs Immunsystem, etwas, was den Stoffwechsel anregt, mit dem Allround-Talent, dem Ingwer. Und zwar Ingwer-Shots, wo wir alle ganz simpel zubereiten können, brauchen zu Hause gar nicht viel. Es reicht ein Mixer oder ein Pürierstab und ein Sieb. Das war's dann auch schon. Unser Ingwer-Shot, den machen wir mit Kurkuma. Kurkuma hat natürlich auch fürs Immunsystem eine ganz, ganz wichtige oder eine ganz positive Wirkung, genauso wie der Ingwer. Schützt die Zellen, versorgt uns mit Phosphor, Kalium und Vitamin C, was wir alles brauchen fürs Immunsystem und um unseren Stoffwechsel anzuregen. Ich sage euch jetzt, was ihr alles braucht. Ihr nehmt 2 mittelgroße Äpfel, ja, damit wir auch ein bisschen Frucht dabei haben, dass es fruchtig schmeckt. Dann nehmen wir 2 Limetten, ihr könnt auch Zitronen nehmen. Dann nehmen wir 100 Gramm Ingwer. Ingwer, wenn es kein Bio-Ingwer ist, einfach die Schale abmachen, ansonsten könnt ihr sie dran lassen. Dann nehmen wir 400 Milliliter Wasser und 2 Teelöffel Kurkuma. Kurkuma könnt ihr entweder die Kurkuma-Knolle nehmen oder wenn ihr es in Pulverform zu Hause habt, dann machen wir es mit Pulver, 2 Teelöffel. Das Ganze klein schneiden, in den Mixer rein, einfach alles zusammen, dann mixen oder mit dem Pürierstab können wir auch machen. Dann nehmt ihr das raus, macht es durch ein Sieb, presst es durch, damit eben eventuelle Stückchen nicht mit durchkommen, füllt es in Flaschen ab oder in so Haushaltsgläser zum Zuschrauben oben. Ist ungefähr im Kühlschrank 4 bis 5 Tage haltbar und es reicht pro Tag so ein kleines Schnapsgläschen, einfach einfüllen, trinken. Es ist auch wirklich besser, als zum Beispiel den Ingwer wieder aufzugießen, weil mit dem heißen Wasser gehen viele Nährstoffe vom Ingwer verloren, die wir eben mit diesem, in dieser Shotform besser erhalten und somit da wirklich die ganze Wirkung uns mitnehmen können und das Beste rausholen können. Ich freue mich, wenn ihr das macht, wenn ihr euch da inspirieren lasst ein bisschen. Ihr könnt auch alles andere, Cayennepfeffer reintun. Könnt ihr euch auch ein bisschen einfach ausleben, kreativ sein. Und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, haltet euch fit. Bis bald, eure Bürzchen.